Oh. Ist das jetzt das, was ich nochmal denke? Ich glaube ja. Hallo? Ich hasse das. So. Einfach mal alles langsam angehen. Treffen soll gelernt sein. So, gleich kommen wir wieder zu etwas verwirrender. Ich kann es wirklich nicht aussprechen gerade. Warte mal, muss man nochmal hin. Zuerst geradeaus, okay. Ja, es kann hier nur auf uns warten. Etwas, wo man wirklich Granaten benutzen muss. Stellt euch vor. Oder sollte. Verdammt, ich hätte vielleicht, bevor ich hierher gekommen bin, nochmal überprüfen sollen, ob ich genug Materialien habe. Ah, wobei, ich krieg ja gerade von den Gegnern noch ein paar Granaten. Das ist sehr gut. Ist da gerade einer raus? Ist tatsächlich einer rausgegangen. Oh no, die Laserkanone XL. Aber besiegen wir erstmal hier alles, was oben ist. Was? Da trifft? Ha, huh, okay. Oh, hört auf, so viel zu droppen, bitte. Oh, bitte. Irgendwann bin ich wieder voll. Ja, mit Schrotflinten ist das extrem geil, da hinten so reinzuballern. Ja, da oben war ich jetzt nicht. Was war da? Ah, anscheinend auch eine Schatzsuchtquest. Ich glaube, ich habe bislang alle Schatzsuchtdinger gefunden, die hier irgendwie waren. Und dieses Angriff runter muss ich ein bisschen mehr spammen. Das konnte ich die ganze Zeit beim Fahren ja nicht machen. So. Da ist die Tür. Killt mich nur nicht. Ah, danke. Jetzt kann ich die auch so platt machen, muss keine Granaten benutzen. Aber, ne? Ich habe vorgesorgt. Ich habe ja Fuka dabei. So, hier war nichts, ne? Mit Fuka habe ich genügend Granaten dabei und brauche mir da deswegen keine Sorgen machen. So, ich glaube zuerst runter, ne? Ja. Hallo. Hast du ein Schwert? Warum hast du kein Schwert? Und hier war auch wieder eine Schatzsuchtquest. Okay. Und dann auf ins verwirrende Gebiet. Für Anfänger. Nachdem man erstmal, ich glaube, das kommt nämlich jetzt. Nachdem man erstmal checken muss, hä? Wo muss ich hin? Ach, der ist ja gar nicht tot. Ich vergesse das immer wieder. Wenn die umfallen, sind sie ja nicht tot. Ach, da unten! Ich dachte mir gerade schon, wo ist der Gegner hin? Yo, Gegner, okay. Knapp überlebt. Ist immer noch überlebt. Die Kisten. Hier oben? Nee. Da oben, ne? Eine Etage einfach höher. Was? Ah, okay. Warum habe ich dich die ganze Zeit nicht gesehen? Ich glaube, da ich nicht wusste, was für ein Gegner das war und so Machine Gun Geschosse sah, dachte ich jetzt nicht an so einen Machine Geschoss Typ, sondern irgendetwas, das fliegt. So, Frage, wo sind die Kisten? Antwort kommt. So, verwirrendes Gebiet 1.
wir einfach mal geradeaus, ne? Schadet ja nicht. Ende Gelände, Teleporter, hallo. So, welcher war das? Hier geht's lang. Ja, ja, ruf du mal um Hilfe. Ist ja nicht so, als ob du gleich weg bist. So, was haben wir hier denn noch? Anscheinend nur ein Gegner. Ich hoffe, ich bin jetzt noch hochgekommen. Hört sich so an, ja. Das Komische ist, keiner kommt mit dem Teleporter mit. So, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich da, wo die Kisten waren. Da ist keine Tür. Ich konnte ja was einschalten. Das musste man auch machen. Und ich glaube, seit der Itzki-Sache gab es auf jeden Fall noch irgendwo eine Szene. Ich kann mich jetzt aber nicht mehr erinnern, was genau. Es war wahrscheinlich auch nur eine kurze hier, nachdem man in den anderen Dungeon gegangen ist. Da irgendwo. So, aufpassen. Ich glaube, man musste auch Ausschall nach oben, Ausschau nach... Autsch. Das wollte ich jetzt nicht machen. Nach oben Ausschau halten, wollte ich sagen. Nee, hier nicht. Bin ich da jetzt in die falsche Richtung nur gegangen? Ja. Whoopsie. Hoppala. Du bist noch nicht mal hier, Em. Woher weißt du das? Okay, ja. Ich war gerade nur etwas verwirrt. Ich habe die Plattform nicht gesehen. Und deswegen nach oben ausschalten. So. Ach, okay. Hier war nur eine Schatzsuchtquest. Und schon ist man durch. Eigentlich relativ simpel. Am Anfang war es nur für mich etwas verwirrender. So, da sind wir auch jetzt alle schön beisammen. Die Tür wurde unlocked durch den einen Schalter, den ich betätigt habe. Scheiße ich mal auf den Granatwerfer. Hey. Hier war anscheinend nichts weiter und ich glaube hier auf der Seite auch nichts. Hier ist auch nichts versteckt hinter den Turbinen oder so. Angriff runter bringt dann doch nicht so viel. Na komm, wir haben zwei Tanks. Danke. Gut, gut. Ja, so ein paar Granaten sammle ich wieder an. Leider nicht so viele. Oh Gott, die haben Raketenwerfer. Ja, jetzt sehen wir nämlich auch noch die ganzen anderen Leute. Und nicht nur mit Pistol und oh Gott. Nee. Na komm, da wechsle ich mal wieder hier rauf. Ich bin nicht hier. Halte dich auch schön an einen Fleck. Man wird ein bisschen mit den Granaten einfach draufgeballert. In doppelter Ausführung. Plasmasalbe. Nimm jetzt das Salbe und dann bist du hoffentlich weg. Ah, eine Granate muss noch. So, was dieses Teil da oben ist, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich könnte es mal so machen oder so, aber ich kann es abballern,
Nichts passiert. Ich habe keine Ahnung, was dieses Teil, wofür es sein soll. So. Teleporter. So, wie immer. Bossgebiet, ja. So, und ich hoffe, die Szene kommt jetzt wieder. Wo beim letzten Mal alles bei mir abgestürzt ist. Fucking Fatal Errors. Ja, geht doch. Ja, ich muss meine Wäsche aufwaschen. Ich habe Zeliska noch nicht ihr Outfit zurückgegeben. What? Okay, habe ich wahrscheinlich gegeben und es ist dann auch wieder ein Fatal Error oder so passiert und es wird nicht gespeichert oder sowas. Haben wir keine andere Wahl? Oder lass uns einen anderen Weg finden. Lass uns einen anderen Weg finden. Den ich noch nicht mal gesehen habe gerade. Ich habe keine Ahnung mehr, welches Level ich vorhabe, aber ich bin ungefähr 30 bis 40 Level mehr, als ich das letzte Mal hier war. Und den Schaden, den die Gegner machen, der hat sich nicht verändert. Ja, wenn wir gewinnen wollen, als Erster hier durchgehen. Hallo Itsuki, niemand außer mir kann bis hierhin kommen. Die anderen hängen noch vor dieser einen Tür mit den ganzen vier Karten, die man sammeln muss, weil sie die Dungeons nicht schaffen. Ja, vielleicht gibt es Boss besiegen noch extra Items und so weiter, als wenn man jetzt nur einfach das System neu startet. Wir sind wegen der Hanna-Mutter hier. Wie sich das anhört. Schauen wir mal, was wir tun können. Wir sind wegen der Hanna-Mutter hier. Leider zu wenig Granaten. Ja,
Hast du aus den Nächten im Bett nichts gelernt, Itsuki? Okay. Ich glaube, den aktiviere ich mal. Ist bereits. Den habe ich aber das letzte Mal nicht aktiviert. Egal. Würde ich mal behaupten, ab zum Boss. Mal gucken, wie der aussieht. Wait a second. Ah, okay. Jetzt sind wir hier, wo die Sequenz war. Was hat das für einen Sinn? Ah, okay. Wahrscheinlich keinen. Dann lasst uns doch mal schauen, was hier für ein schöner Boss auf uns wartet. Der? Schade. Also ich hätte mit einem gerechnet, aber nicht mit so einem Roboterfee, was man schon etwaige Male... Hallo, bleibst du mal stehen. No. Nicht auf mich, Dussel. Na, immerhin ist die Heilung noch drin. Aber ich sterbe gleich am Feuer. Oder ich heile mich anscheinend dagegen. So, Argo. Der ist auf mich gedasht. Ja, der ist natürlich auf mich gedasht. Auf wen denn sonst? Ha! Okay, vielleicht doof so ohne Heiler hier reinzugehen. Ihr sterbt ja alle. Was ist los bei euch? Okay, dass er aber auch so oft hintereinander die verkackte Salve macht, ist ja auch mal wieder was, ne? Glaube, ich muss da mal das hier spammen. Ja gut, jetzt bin ich nur noch als einziger da, ist natürlich scheiße. Dass das trifft, ich hätte vielleicht einen Tank wiederbeleben sollen. Schade, es sind mehrere. Ja, ich hasse das auch. Man klickt auf Wiederbeleben, die Leiche kickt noch ein bisschen weiter und nichts passiert, aber man ist in der Animation drin. Ha, okay. Immerhin habe ich das jetzt in der Tasche. Wow, okay, ein paar mehr Credits. Level 99, bei Level 100. Das heißt, ich werde jetzt auch Heilung ausrüsten wieder. Hätte ich vielleicht wirklich machen können. Ich renne einfach mit den Waffen, die nicht meine Main-Waffen sind, einfach rein. Ohne ein balanciertes Team auch noch zu haben.